Ich möchte gleich zu Anfang sagen, dass ich in der heutigen Tagung Ihre große Entschlossenheit sehe, den Kampf gegen sexuelle Gewalt und seine Folgen konsequent zu führen. Und ich sehe auch Ihre Entschlossenheit für eine umfassende Aufarbeitung von sexuellem Missbrauch, im Verantwortungsbereich der EKD, im Verantwortungsbereich der Landeskirchen, der Kirchengemeinden und auch der diakonischen Einrichtungen. Meine Damen und Herren, es ist schmerzhaft zu sagen, aber auch im Jahr 2019 ist sexuelle Gewalt für viele Mädchen und Jungen in Deutschland trauriger Alltag. Sie erleben sexuelle Gewalt zumeist in ihren Familien, durch ihre eigenen Väter, durch Brüder, Großväter, Stiefväter, auch durch ihre Mütter. Betroffene leiden besonders oft unter untätigen Mitwissenden, oft untätigen Familienmitgliedern, Müttern und Vätern, die nicht schützen und die nicht einschreiten. Kinder und Jugendliche erleiden sexuelle Gewalt auch im sozialen Nahfeld und vermehrt durch Gleichaltrige. Viele neue Tatkomplexe und Gefährdungen sind jetzt durch die digitalen Medien hinzugekommen. Sexueller Missbrauch wird immer häufiger gefilmt und mit perfiden Beweggründen ins Netz eingestellt. Täter und Täterinnen beteiligen sich am Missbrauch, geben Anweisungen via Webcam. Und sexuelles Mobbing unter Schülerinnen und Schülern ist stark steigend. Und mein wiederholter Appell seit langem lautet: Mädchen und Jungen müssen auf ihrem Weg in die digitale Welt unbedingt medienpädagogisch viel stärker begleitet werden. Und zwar von der ersten bis zur 10. Schulklasse. Und da geht es nicht nur um die Chancen des Internets, sondern es geht auch um die Risiken und die spezifischen Gefahren. Und es geht auch um die Vermittlung grundlegender Werte, beispielsweise Menschlichkeit und Respekt. Ihr Applaus war mir jetzt sehr wichtig, weil mein nächster Satz lautet: Evangelisches Engagement, gerade in diesem Punkt, ist sehr gewünscht und wäre sehr hilfreich auf allen Ebenen. Am Wochenende konnten wir in der Welt am Sonntag in einem Interview mit Bundesministerin Dr. Giffey lesen, dass sie jetzt ein Jugendmedienschutzgesetz noch in diesem Jahr vorstellen wird. Und auch die Grünen haben vorgeschlagen, dass auf der Bundesebene eine Bundeszentrale für digitale Bildung eingerichtet werden muss. Aber ich denke, wir werden nicht umhin kommen, dass im schulischen Kontext Medienpädagogik noch eine sehr, sehr viel stärkere Rolle spielt. Meine Damen und Herren, in meinem Themenfeld haben wir in Deutschland eigentlich eine paradoxe Situation, die mich als unabhängigen Beauftragten so manches Mal an den Rand der Verzweiflung bringt. Einerseits haben wir in Deutschland wirklich hervorragendes Wissen, wie sexuelle Gewalt gegen Mädchen und Jungen, wie sexuelle Übergriffe verhindert werden können, wie Missbrauch schneller beendet werden kann und wie das durch Missbrauch erlittene Leid gelindert werden kann. Andererseits, wir kommen bei dem institutionellen Schutz seit Jahren leider nur langsam voran. Und im Internet, der Welt, in der sich Mädchen und Jungen einen Großteil ihres Tages aufhalten, gibt es leider
überhaupt noch keinen wirksamen Kinder- und Jugendschutz. Und ich sehe Politik in Bund und Ländern geradezu herausgefordert, aber auch die Zivilgesellschaft, die Kirchen, die Wohlfahrt und den organisierten Sport. Ich sehe sie herausgefordert, endlich dauerhaft das Maximum für Kinderschutz und für den Schutz vor sexueller Gewalt zu tun. In meinem Themenfeld reicht unverbindliches Mitgefühl nicht aus. Sparen in meinem Bereich bedeutet letztendlich, hart formuliert, Unverantwortlichkeit gegenüber gefährdeten und betroffenen Mädchen und Jungen. Mut und ein starker politischer Wille sind gefragt, auch von denen, die für den Kinderschutz nicht unmittelbar zuständig sind. Klar, weiß ich auch, Prioritäten müssen gesetzt werden, wenn es ums knappe Geld geht. Aber auch Politik und Gesellschaft müssen sich immer wieder die Frage stellen, was ist uns es wert, dass Kinder und Jugendliche frei von Gewalt in unserer Gesellschaft aufwachsen? Und ich füge noch mal hinzu, wir dürfen sexuelle Gewalt nicht hinnehmen. Uns muss eigentlich jedes Jahr dann, wenn die polizeiliche Kriminalstatistik zu Gewalt gegen Mädchen und Jungen vorgestellt wird, der Schrecken in die Glieder fahren. Und ich möchte noch eins hinzufügen. Wer dauerhaft verantwortet, dass nichts oder viel zu wenig für Schutz und Hilfe getan wird, läuft letztendlich Gefahr, sich dem Vorwurf der Duldung auszusetzen. Meine Damen und Herren, zur Stärkung von Prävention, Intervention haben EKD und Diakonie haben wir bereits im Jahr 2012 und dann nochmal 2016 erste Vereinbarungen geschlossen. Das habe ich übrigens auch mit 24 weiteren Dachorganisationen der Zivilgesellschaft in den letzten Jahren getan, auch mit dem katholischen Bereich, mit der Deutschen Bischofskonferenz, mit der Deutschen Ordensoberenkonferenz und auch mit der Caritas und zum Beispiel auch mit dem Deutschen Olympischen Sportbund. Meine Damen und Herren, jetzt nachdem das UBSKM-Amt, was mit Christine Bergmann 2010 gestartet ist, endlich Ende letzten Jahres auf Dauer eingerichtet wurde, sondieren wir im Moment, was für Prävention und Intervention flächendeckend, bundesweit und dauerhaft verstärkt getan werden kann. Und ich bin noch in diesem Monat mit Prälat Dutzmann und Frau Lohheide verabredet, um gemeinsam zu schauen, welche Möglichkeiten einer künftigen Kooperation wir haben. Wir wollen ausloten, was im evangelischen Bereich noch zusätzlich getan werden kann, dass zum Beispiel bei Ihnen betroffene Mädchen und Jungen im evangelischen Kontext nicht übersehen werden, dass Signale erkannt werden und dass Hilfe geboten wird. Und natürlich auch, dass evangelischer Kontext kein Tatort wird. Die eben von Bischöfin Fers angesprochene Gewaltschutzrichtlinie wird uns hier eine ganz wichtige Grundlage sein. Meine Damen und Herren, heute steht die Aufarbeitung im Vordergrund. Und ich freue mich sehr und ich möchte das ausdrücklich betonen, dass Frau Klaus gleich nach mir sprechen wird und dass Betroffene sexueller Gewalt nachher die Workshops aktiv mitgestalten. Ich meine, dass Sie damit einen sehr erfreulichen Meilenstein gesetzt haben für ernsthafte Betroffenenbeteiligung. Das ist Ihr Applaus für Sie. Mit der Einrichtung des EKD-Beauftragtenrates haben Sie letztes Jahr eine wichtige Grundsatzentscheidung getroffen und auch mit dem 11-Punkte-Handlungsplan und der Bericht eben von Bischöfin Fers und Herrn Dr. Blum war sehr beeindruckend, auch für mich gewesen. Seit März 2019 arbeiten wir mit dem Beauftragtenrat sehr intensiv zusammen und zwar, dass bei meinem Amt,
die bei meinem Amt eingerichtete Arbeitsgruppe Aufarbeitung Kirchen, in der auch Frau Klaus und Christine Bergmann Mitglied sind. Wir erörtern dort, Dr. Blum hat es eben so ein wenig angesprochen, Regelungsgegenstände einer künftigen Vereinbarung zu verbindlichen Kriterien und Standards einer Aufarbeitung. So schwer das ist, diese Kriterien und Standards genau zu formulieren. Wir diskutieren über die Ausgestaltung von Strukturen, schauen uns an, was gibt es schon in dem Bereich der Landeskirchen, worauf kann man aufbauen. Wir reden über die Ausgestaltung, verbindliche Ausgestaltung von Betroffenenbeteiligung, aber auch über die Fragen Zugang zu Akten, zu Archiven und weiteren Unterlagen. Und wir werden auch über Aspekte der Anerkennung und, ich nutze das Wort mal, Entschädigung sprechen. Sie sprechen eher von Unterstützungsleistung. Also in diesem Bereich werden wir sicherlich auch schauen, inwieweit da Standards formuliert werden können, ein Rahmen gefunden wird, wie die Antwort auf die noch offene Frage der Entschädigung gegeben werden kann, unter Berücksichtigung des bisherigen Verfahrens, was Sie eingeleitet haben. Unser großes Ziel ist es, und da komme ich auch schon langsam zum Schluss, ein starkes Fundament für eine gelingende Aufarbeitung im evangelischen Bereich zu schaffen. Ein verbindliches Fundament für die umfassende Beteiligung von Menschen, die sexuelle Gewalt in Kindheit und Jugend im evangelischen Kontext erlitten haben. Ein Fundament, das sicherstellt, dass Betroffene niemals mehr als Störer oder Bittsteller behandelt werden. Ein Fundament, ist mir auch ein sehr wichtiger Punkt, mit dem größtmögliche Akzeptanz erzielt werden kann für die Aufarbeitung im evangelischen Kontext. Die Worte Zurückgewinnung von Glaubwürdigkeit und Vertrauen habe ich da jedenfalls im Hinterkopf. Und wir wollen ein Fundament haben, erreichen, mit dem möglichst flächendeckende Rechtssicherheit bei Akteneinsicht, Rechtssicherheit für Datenschutz und Persönlichkeitsrechte erreicht wird. Bei den verbindlichen Strukturen sprechen wir über verbindliche, einheitliche Strukturen für eine unabhängige Aufarbeitung, entweder auf der Ebene der Landeskirchen oder in regionalen Verbünden. Schauen uns natürlich das an, was es bisher an Strukturen gibt, sodass man da gut aufsetzen kann. Und wir sprechen sehr konkret über eine Struktur einer unabhängigen Aufarbeitungskommission auf der EKD-Ebene, also auf der Bundesebene, wie ich das mal sagen würde. Die unabhängigen Kommissionen sollten die Aufarbeitung fest in die Hand nehmen, die einzelnen Schritte und Entscheidungen steuern, Transparenz und Öffentlichkeit sicherstellen. Und ich stelle mir vor, dass die Kommissionen unterstützen, koordinieren, begleiten und dokumentieren. Und ich wäre froh, wenn wir bis Anfang des Jahres 2020 Klarheit hätten, ob eine Vereinbarung zustande kommt. Ich kann Ihnen sagen, dass ich im Moment überhaupt keinen Zweifel mehr habe, dass wir bis Ende des Jahres eine vergleichbare Vereinbarung mit der Deutschen Bischofskonferenz und höchstwahrscheinlich auch mit allen 27 Ortsbischöfen abschließen werden. Unser Angebot liegt dem Beauftragtenrat im Moment auf dem Tisch. Und bei mir auf dem Tisch, Bischöfin Fers hat es vorher angesprochen, liegt die Bitte des EKD-Beauftragtenrates gemeinsam an der Entwicklung für die Strategie einer Dunkelfeldforschung zu arbeiten. Und ich sage Ihnen heute gerne zu, dass ich Sie da sehr stark unterstützen werde und diese Dunkelfeldforschung wird dann auch valide Zahlen für den evangelischen Bereich hervorbringen. Und ich sage Ihnen auch zu, dass ich dieses wirklich große
interdisziplinäre Vorhaben. Da haben Sie, Herr Blum, nicht übertrieben, als Sie es so beschrieben haben, dass ich dieses Vorhaben ansprechen werde in der ersten Sitzung des neuen Nationalen Rates gegen sexuelle Gewalt an Kindern und Jugendlichen. Diesen Rat werde ich am 2. Dezember in Berlin gemeinsam mit Bundesministerin Dr. Giffey konstituieren und wir werden dort auch über die Dunkelfeld-Studie sprechen. Ich bedanke mich recht herzlich für Ihre Aufmerksamkeit.